Letzte Woche waren drei dicke Eier in unserem Osterkorb. Mal schauen, was dieses Wochenende passiert. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBET-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Und der hat sich gerade entschieden, kurioserweise mit ein bisschen Schleichwerbung zu starten, weil wir hier im Trailer ja VBET erwähnen. Die haben ein tatsächlich schönes neues Design. Aber viel wichtiger, auch du siehst wieder heute blendend aus, lieber Radek. Ja, mich hat die Sonne ein bisschen erwischt beim Osterfrühstück draußen und deswegen, ja, als wäre ich im Urlaub gewesen. Auch unsere Tipps letzte Woche gar nicht so verkehrt. Die Ideen 6 von 10 richtig. Deswegen haben wir beschlossen, uns, um auch das Video kürzer zu fassen, nur auf diese Ideen zu konzentrieren, keine Picks rauszupicken, weil die Ideen besser sind als die Picks, muss man so sehen. Genaue Bilanz gibt es dann beim nächsten Mal und wir fangen einfach mal direkt an mit dem ersten Spiel und unsere Ideen dazu sind folgende bei Augsburg-Leverkusen. Die Quote auf einen Heimsieg für Augsburg mit 4,75 extrem gut, wenn man bedenkt, dass Augsburg die letzten beiden Spiele klar gewonnen hat gegen starke Mannschaften, zumindest gegen Frankfurt 3-1 gewonnen. Also hier hat sich der Trainerwechsel absolut gelohnt bei den Augsburgern. Leverkusen auch mit 2-7 zuletzt, allerdings gegen Mannschaften, die hinten drin stehen, Nürnberg und Stuttgart. Augsburg steht jetzt auch noch hinten drin. Allerdings der Trend zeigt nach oben und deswegen finde ich die Quote auf Augsburg definitiv interessant mit 4,75. Aber wenn man dann so weit geht und sagt, dass die Augsburger mit maximal einem Tor Unterschied verlieren, gibt es noch eine 1,7er-Quote, dann ist das genau unsere Wette. Asian Handicap plus 1 auf Augsburg mit Quote 1,7. Eine von 10 Einheiten. Also solltet ihr eure Bankroll immer durch 100 teilen und immer nur 1% als Einheit haben. Also sage ich mal, jeder macht es irgendwie ein bisschen anders, so machen wir das halt. Und von daher 1% hier auf diese Wette mit Augsburg werden wir hier setzen. Wir werden auch dann noch ein paar Wetten haben mit weniger als 1%. Deswegen hier nochmal die Erklärung, damit wir uns da später dann immer sparen können. Dann haben wir das nächste Spiel mit Frankfurt gegen Hertha. Ja. Und die Frankfurter, die haben jetzt zwei Spieltage in Folge nicht ganz so gut abgeschnitten, aber sind immerhin im Halbfinale in der Euroleague. Es geht gegen Chelsea, das sind absolute Highlights und dadurch spielen sie auch zu Recht am vorletzten Spieltag, nicht gleichzeitig am Samstag, sondern ist ja eine Verlegung eventuell auf den Sonntag. Jetzt kommt Hertha, die haben endlich mal wieder einen Punkt geholt, ein 0:0. Traurig, aber wahr, da kann man sich erstmal freuen gegen Hannover. Jetzt geht es nach Frankfurt weiter und mein Tipp ist, dass Frankfurt das hier schon wieder gewinnt. Allerdings, wenn wir uns die Quoten anschauen, dann sind die bei weitem nicht so interessant und ich glaube, wir sind auch uns ein bisschen einig, dass wir hier nicht unbedingt einen Handicap-Sieg erwarten. Wenn wir jetzt aber ein bisschen die Handicap-Geschichte umdrehen, könnte man sich überlegen, ob man bei Hertha ein 1,5 plus Handicap nimmt und hat dann immer noch eine ganz okay Quote, wenn man das Gefühl hat, dass Pal Dardai jetzt nochmal in den letzten Wochen ein paar Punkte mehr holt. Allerdings, bei Frankfurt geht es immer noch um die Champions League Qualifikation, bei Hertha geht es eigentlich um nichts mehr. Von daher, Frankfurt wäre schon sinnvoller, wenn die gewinnen, aber wie gesagt, die Quote ist da nicht attraktiv genug, deshalb no bet. Ja, eine bessere Wette finden wir, gibt es bei Hannover Mainz, allerdings hier nur 0,5 Einheiten darauf, weil das ja deine Idee war. Also wie kommst du darauf, dass die Hannoveraner hier zumindest nicht zu Hause gegen Mainz verlieren? Also erstens, wenn ich jetzt den ganzen groben Saisonverlauf nehme, habe ich schon öfter auf Hannover gesetzt und diese Jungs schulden mir noch Geld. Von daher können sie es jetzt wieder gut machen. Mainz hat den direkten Klassenerhalt mittlerweile auch geschafft mit dem Sieg daheim gegen Düsseldorf. Jetzt geht es nach Hannover. Man spielt eigentlich um nichts mehr, hat kein Ticket mehr nach unten oder nach oben. Und Hannover hat jetzt immerhin einen Punkt geholt. Das ist mehr als in den ganzen letzten Wochen zuvor. Und plötzlich, wenn sie gewinnen würden, sind sie wieder direkt im Kampf dabei um den Relegationsabstiegsplatz.
Von daher hoffe ich aus Wettsicht, dass sie jetzt diese minimale Chance ergreifen und gewinnen, weil jetzt müssen sie 3 Punkte holen. Gegen Bayern spielen sie, glaube ich, noch. Das wird dann nichts mehr. Aber wenn ich jetzt, wann dann? Und dafür ist die Quote ganz interessant. Entweder direkten Sieg, 2,8er Quote. Oder, wenn man genauso skeptisch ist wie wir, ein bisschen, deshalb auch nur 0,5 Einheiten, Draw No Bet immer noch mit 2,1. Und dann schauen wir uns schon das nächste Spiel an, denn da wartet wieder eine interessante Quote, oder? Bei Düsseldorf gegen Bremen, ja, haben wir auf ein Asian Handicap auf Bremen mit Asian Handicap minus 0,25 eine Zweierquote. Bedeutet, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, verliert man die Hälfte des Einsatzes. Hat also das, den Unentschieden-Fall ein bisschen abgedeckt. Aber im Grundsatz muss Bremen dieses Spiel gewinnen, denn die sind auf Platz 8 mit 46 Punkten und damit nur noch 2 Punkte hinter Leverkusen auf Platz 7. Und wer die Bremer in letzter Zeit beobachtet hat, der weiß natürlich, dass die extrem stark im Jahr 2019 sind und auch Platz 7 vielleicht noch zur Euroleague reichen könnte, wenn denn, ja, diverse Fälle mit DFB-Pokal und Euroleague mit den Frankfurtern eintrifft. Oder auch vielleicht auch so. Deswegen denke ich, dass die Bremer auf jeden Fall hier dieses Spiel gewinnen können, werden müssen. Und die Düsseldorfer haben zwar zu Hause einige starke Spiele hingelegt, aber die letzten 2 Spiele, da haben sie in Mainz 3-1 verloren und gegen Bayern 4-1. Ich denke, dass auch die Bremer stark genug sind, Düsseldorf zu schlagen. Und bei der Quote muss man einfach drauf setzen. Hier fehlt zwar der Einsatz, aber wenn nichts dabei steht, einfach eine Einheit. Und das gefällt mir bei Bremen ganz gut. Beim Derby Dortmund gegen Schalke, was fällt dir da auf? Dass wir uns auf keine Wette einigen werden, denn die Quoten hier passen uns auch nicht. Dortmund endlich mal mit dem Befreiungsschlag, also was heißt endlich mal, sie haben ja davor auch schon gegen Mainz gewonnen, allerdings schwach gespielt, gegen Freiburg ein sehr souveränes 4-0, auch das ganze Spiel eigentlich überzeugt und jetzt kommen Schalker, die Wende wirklich nicht geschafft haben. Klar, mit einem Derby-Sieg, das weißt du selber, da kann man eine Saison vielleicht nochmal ein bisschen retten, aber ich glaube, für Schalke geht es eher darum, nicht mehr auf den Relegationsplatz runterzufallen. Gegen Dortmund werden sie die Punkte nicht holen. Dortmund, man weiß nicht, wie das Spiel ausgeht, ne? Oder wie das Spiel taktisch verläuft. Deshalb finden wir auch den Handicap-Sieg auf Dortmund nicht interessant, weil wenn Schalke sich hinten reinspielt, stellt, dann fällt da vielleicht lange kein Tor. Und die Quoten passen in keine Richtung. Oder siehst du irgendwo was? Nein, haben wir ja vor im Vorfeld schon so besprochen, dass das hier eine No-Bet ist. Ebenfalls eine No-Bet, machen wir es kurz, weil die Quote für Leipzig mit 1,25 extrem niedrig ist, vielleicht auch sogar richtig ist, aber ein Handicap-Sieg der Leipziger gegen die Freiburger wäre ich immer ein bisschen vorsichtig und daher wird hier auch nichts gewettet. Anders sieht es hingegen aus beim Spiel der Stuttgarter gegen Gladbach, denn hier, wenn man sich die Tabelle anschaut, sieht man, dass die Gladbacher ja immer noch auf Platz 5 abhängen, obwohl sie gefühlt in der Megakrise stecken, seit Jahren schon oder seit zumindest einigen Wochen. Und wenn die hier wirklich noch bleiben wollen oder sogar vielleicht noch in die Champions League wollen, ja, dann müssen die doch mal wieder gewinnen. Denn Hoffenheim mit 50 Punkten in Schlagdistanz und in sehr guter Form. Frankfurt davor allerdings nur mit 2 Punkten mehr. Auch vielleicht gerade so am Struggeln, weil die ja Doppelbelastung mit dem internationalen Geschäft haben. Also deswegen Stuttgart, die gerade 6-0 von Augsburg besiegt wurden, absolut ein Gegner, den die Gladbacher schlagen müssen. Neuer Trainer bei Stuttgart, ich denke nicht, dass der ein Zauberer ist und gleich die Mannschaft komplett umkrempelt. Deswegen Gladbach muss dieses Spiel gewinnen, verlieren zumindest verboten und die Quote für 2,1 nehme ich daher mit, deswegen 0,5 meiner Einheiten, weil du davon nicht restlos überzeugt warst, ja, weil die Stuttgart auch zuletzt nur eine Niederlage aus den letzten 4 Heimspielen hinnehmen mussten und gegen relativ gute Gegner wie Leverkusen 0-1 und Hoffenheim 1-1 gespielt haben. Aber alles in allem, bei der Quote und beim Druck, den die Gladbacher auch haben, müssen die hier gewinnen.
Und die Stuttgart haben ja auch einen Druck, das darf man nicht vergessen. Und dann ist es natürlich auch schwierig, hier befreit auf Sieg aufzuspielen. Und ich finde die Quote, wie gesagt, absolut fair, dass man darauf setzt, auf Gladbach. Aber wer weiß, vielleicht macht der Nico Willig genau das Gleiche mit seinem Team wie die anderen beiden Trainer vor ihm. Und das ist quasi auf Platz 15 Schalke, der Stevens, der hat dann auch erstmal gepunktet. Beziehungsweise auf 14 der Schmidt, der ja durch die Decke geht. Nächstes Spiel, Hoffenheim gegen Wolfsburg. Und ja, die Hoffenheimer haben jetzt doch einen guten Lauf, sind jetzt wieder eigentlich in ihrem Zielbereich, und das ist internationales Geschäft. Da sah es lange Zeit eher so aus, als würden sie da zwischen 7, 8, 9 sich aufhalten, aber sie gewinnen momentan die Spiele. Und mit Wolfsburg ist ein direkter Konkurrent ums internationale Geschäft. Die Wölfe haben die letzten 3 Auswärtsspiele verloren, allerdings gegen den 1., 2. und Tabellendritten gespielt. Von daher, da kannst du mal verlieren. Und die sind nicht so krasse Außenseiter aus unserer beider Sicht, wie es die Quote zeigt. Also, wenn wir uns nochmal schnell die Quote anschauen wollen. Ja, 1,5. 5,7 und eine 4,5 auf Unentschieden oder Sieg Wolfsburg. Das ist nicht komplett abwegig, oder? Nee, also Asian Handicap auf Wolfsburg mit plus 1,5 ergibt eine 1,7er Quote, darauf eine Einheit, da die Hoffenheimer zwar zuletzt 4 Heimsiege in Folge hatten, aber die Wolfsburger ja auswärts, wie gesagt, nur gegen starke Mannschaften gespielt haben und dann auch eine 1-1 gegen Frankfurt im letzten Spiel hatten. Warum sollten sie nicht auch ein Unentschieden in Hoffenheim oder vielleicht sogar eine Überraschung schaffen? Und da die Quote auf Hoffenheim zu niedrig ist, gehen wir hier mit dem Asian Handicap auf die Wölfe. Und wir gewinnen die Wette selbst, wenn Hoffenheim mit einem Torunterschied gewinnt. Also das finde ich eine sehr gute Quote für ein wirklich gutes Auswärtsteam. Genau. Und dann zum Abschluss nochmal eine No-Bet, weil wir bei dem Spiel sehr, sehr schwierig fanden, Value zu finden, wie oft bei Bayern-Spielen. Man geht ja in der Regel davon aus, dass Bayern dieses Spiel haushoch gewinnt. Die Quote auf Bayern ist aber nur 1,14, das fällt schon mal weg. Natürlich kann man damit eigentlich so gut wie nichts falsch machen, denn die Bayern müssen dieses Spiel ja gewinnen, denn es geht ja um die Meisterschaft. Ein Punkt vor Dortmund ist schnell vorbei, denn die Nürnberger haben ja auch gegen Dortmund unentschieden zu Hause, glaube ich, gespielt. Und da sind die Nürnberger natürlich gefährlich, aber dass die Bayern ihnen Geschenke machen, glaube ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass die Bayern das dann so hoch gewinnen, denn die Nürnberger haben die letzten Heimspiele alle nicht höher als mit 2 Toren Unterschied verloren oder so. Lange Rede, kurzer Sinn, auf Nürnberg setzen wäre geisteskrank, auf Bayern zu setzen hat kein Value, deswegen enthalten wir uns in jeglicher Hinsicht von diesem Spiel. Und dann haben wir hier nochmal alle Wetten auf einen Blick. Also insgesamt haben wir hier bei 4 Spielen uns enthalten. Komischerweise sind das die Spiele der 3 Top-Platzierten. Aber bei den anderen Spielen haben wir meist mit Asian Handicap doch ganz interessante Dinge gefunden. Zumindest bei dem ein oder anderen Außenseiter. Und von daher freuen wir uns, wenn an diesem Spieltag einige Überraschungen so ausgehen, dass wir davon profitieren. Postet auch eure Tipps, was euch daran gefällt oder was euch selber noch Besseres einfällt, in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Mir bleibt nur zu sagen, mir kommt es jetzt zeitlich so vor, als würden wir jetzt erst starten. Ich glaube, in allen 30 Spieltagen haben wir ungefähr, keine Ahnung, das 8-fache an Zeit verbraucht. Abo dalassen, danke! Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.